Hallöchen zusammen, Rupi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute geht's weiter mit einem neuen Türchen, nämlich Türchen Nummer 5 von unserem Beware 13 Day Spooky Countdown Kalender von Funko mit Pocket Pop Figuren. Das heißt, wir haben hier Mini Funko Figuren. Angefangen hat's mit Freddy Krueger. Dann hatten wir hier Lydia aus Beetlejuice, den wunderbaren Jack Torrance aus Shining und Pennywise aus Es. Witzige Figuren. Einziges Fail für mich bisher, Lydia, die hat für mich überhaupt gar nichts mit Horror zu tun. Also da hätten sie meiner Meinung nach genauso einen Stuhl reinpacken können. Also irgendwie, ne? Wir machen weiter mit Türchen Nummer 5. Ich bin megamäßig gespannt, was wir hier drin haben. Und ich finde hier wiederum ein blutrotes Tütchen. Und auch heute selbstverständlich wieder mit dabei, der gute Max, der mir hier hilft, die gruseligen Tage bis Halloween zu überstehen. So, was haben wir heute hier drin? Ich bin gespannt. Huch, das Tütchen blutet. Wir haben hier... Ach du liebe Zeit, was ist das? Ah, alles klar. Ich glaube, wir haben hier Kiefer Sutherland als Vampir aus The Lost Boys. Film von 1987. Ja, sehr schön, sehr schön. Davon hat Funko Figuren gemacht, okay? Interessant. Also, wunderbare gelbe, giftige, blaue Augen. Gelbe, giftige Augen, auch noch rot umrandet. Blutrot selbstverständlich, wütende Augenbrauen und natürlich auch die weißen Vampirzähne mit Blut verschmiert und so ein bisschen angedeuteter Drei-Tage-Bart, wie ihr hier sehen könnt. Ne? Auch ein Schnäuzer unter der Nase und unterm Kinn. Ja, das ist durchaus witzig. Dann hier ein bisschen Stoppelhaare, ne? Nach oben, Igelfrisur. Okay, die haben sie so in Cremegelb gemacht. Also ist schon der Knaller, wie Funko die Geschichten so irgendwie auf ihre eigene Art und Weise umsetzt, ne? Die Ohren gucken raus, hier natürlich auch ein Ohrring, darf nicht fehlen. Ja, dann hier ein roter Kragen, schwarze Jacke. Die Hände haben sie hier nochmal extra in Hautfarben bemalt, bisschen verschmiert, aber trotzdem, die Details sind nett. Man sieht hier die Jackentaschen, einen kleinen Knopf, ein Knopfloch auf der anderen Seite. Cool. Die Hose, ein bisschen Krempel, dann die Schuhe. Okay, sogar ein Absatz, den sie hier modelliert haben. Gut, also schon echt putzig umgesetzt. Ich glaube, den Film habe ich auch nur einmal gesehen, damals, als er rauskam. Sollte man mal wieder rewatchen, wie man so schön sagt heute. Und der gute Kiefer, kann er stehen? Ja, er kann sogar stehen, sehr schön. Die Figur hat hier eine Höhe von ein bisschen über 4 cm, 4,2 im Pocket-Format halt. Die Köpfe sind bei allen Figuren relativ schwer, am schwersten bisher bei Pennywise, also der hatte echt Probleme mit Stehen. Gerade wenn sie noch so hohe Haare drauf haben, die sind massiv gegossen, dann wird die Geschichte ein bisschen schwer und sie verlieren als gern das Gleichgewicht. Ne? Aber wirklich nett umgesetzt, wie ich finde, kann man wirklich angucken. Ob man den Film heute noch angucken kann, im Mitte 80er Stil, müsste ich echt mal wieder anschauen. Also, The Lost Boys mit Kiefer Sutherland als Vampir und noch ein paar anderen Kollegen von 1987. Ich bin gespannt, ob da Max ein bisschen mehr dazu sagen kann. Mir denkt da so gut wie gar nichts mehr. Einfach zu lange her. Gut, Max, dann freue ich mich auf deinen Kommentar, ihr Lieben. Wir sehen uns morgen wieder mit Türchen Nummer 6. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Bis dahin, ciao, tschüsschen, winke, winke. Euer Spooky!
Kiefer Sutherland, ein Name, der wunderbar von der Zunge rollt. Ja. Ich verhaspel mich da meistens immer. Ich muss dazu sagen, ich habe die Lost Boys nie gesehen. Ich hatte auch wirklich nie Interesse, sie zu gucken. Ich bin nicht so der Vampir-Typ. Ich habe es mit Vampiren eigentlich eher weniger. Wenn sie wirklich gut gemacht sind, dann ja. Allerdings, die Lost Boys haben mich irgendwie nie gereizt. Insofern kann ich zu dem Charakter David jetzt nicht wirklich viel sagen. Die Figur ist nett gemacht. Mir gefällt die Lederjacke. Da haben sie auch an die Ärmel einige Details eingebaut. Nett auch dieser Bart, den er hat. Ja, und dann da das Blutgesprenkelte von den Fangzähnen noch drüber. Also ist auch wieder eine nette, solide gemachte Figur. Wäre mir jetzt nicht in den Kopf gekommen, den unter Horror-Ikonen in so einen Adventskalender zu packen. Aber ich weiß, Lost Boys hat, glaube ich, eine doch recht solide Fanbase. Insofern wird er wahrscheinlich für einige schon eine Ikone sein. Für mich persönlich hätte der jetzt nicht sein müssen. Ne? Also, dass der jetzt da drin ist, schön, okay, gut. Ne? Die Figur ist nett, auch wenn ich mit dem Charakter nichts anfangen kann, ist die Figur ganz nett gemacht, aber der wäre halt in einem Adventskalender, den ich mir ausgedacht hätte mit Horror-Ikonen, wäre der garantiert nicht drin aufgetaucht. Ne? Insofern, ähnlich wie Lydia, ja? Die für mich überhaupt in gar keinen Horror-Adventskalender gehört. Ja. Aber ja, also er ist auf jeden Fall nett. Er ist definitiv von der Figur her besser als Lydia. Also über den hätte ich mich rein von der Figur her auf jeden Fall gefreut, weil der schön viele Details hat. Da haben sie sich Mühe gegeben. Ja, und er hat dieses fiese Aussehen, diese fiesen Augen. Also ja, der hat schon Ausdruck, der hat auch Charakter. Gefällt mir. Für das, was er ist, für das, was ich mit ihm in Verbindung bringe, was wenig bis nichts ist, trotzdem sehr, sehr solide Figur, auf jeden Fall.